Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich mit euch zusammen ein Full Face Be Perfect schminken und dabei diese großartige Chapter One Palette verwenden. Also die sieht von außen sehr schlicht aus, aber von innen geht die Party ab und mal gucken, was wir da für einen Look mit kreieren werden. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe jetzt auch diesen Monat bis Ende des Monats den Code CLAUDISWELT15 für 15% Rabatt auf meiner Collection-Zeit. Da findet ihr auch die gezeigten Produkte, aber auch noch viel, viel mehr. Also schaut gerne dort mal vorbei und falls ihr tatsächlich auch noch weitere Produkte, die nicht im Sale oder nicht auf meiner Collection-Zeit sind, aber im Sale sind, günstiger haben möchtet, könnt ihr Claudis Welt 10 für 10% Rabatt verwenden. Und ja, ich starte die Chose erstmal mit einem Primer. Ich finde Be Perfect sehr, sehr interessant und würde mir wünschen, dass die auch noch mehr Produkte rausbringen. Also ich habe fast ein Fullface hier auch vor mir liegen. Mal gucken, wie das dann am Ende so wird. Da habe ich einmal den Perfection Primer Champagne Glow und ja, das ist jetzt meiner und der gibt halt wirklich einen schönen Glow. Ich habe ganz normal meine Gesichtspflege drauf und darüber trage ich mir jetzt diesen Primer auf. Den kannst du fast schon als Liquid Highlighter nehmen, ne? Das ist richtig, richtig cool und ich finde, Be Perfect ist so von der Preisgestaltung her so ein Zwischending. Also manchmal haben die richtig, richtig günstige Sachen dabei, also verhältnismäßige, vor allem was die Qualität angeht. Manchmal ist es aber auch ein bisschen hochpreisiger, das ist halt Richtung High-End sich orientiert. Es ist so mittelpreisig irgendwie. Ja, ich glaube, ein Pump-Hub reicht auch komplett für mein Gesicht. Da muss ich jetzt nicht nachlegen. Da muss ich jetzt nur von dieser Seite noch rüber verteilen. Aber es ist wirklich auch ein Glow und kein Glitzer. Und das finde ich persönlich auch sehr, sehr schön. Der ist relativ reichhaltig. Das heißt, wenn man eine Haut hat, die jetzt nicht unbedingt so trocken ist wie meine oder eine Mischhaut hat oder so, dann könnte es gegebenenfalls ein bisschen zu viel sein. Oder man kombiniert das zum Beispiel mit der matten Foundation. Also ja, also ich kann euch hier auch nochmal zeigen, wie das so auf den Händen aussieht. Das sieht wirklich nicht glitzernd oder so aus. Ich finde es sehr, sehr schön und es passt halt auch wirklich. Und ich verwende das aber gerne in Kombination mit dieser Foundation. Das ist die Chroma Cover Medium Coverage Soft Filter Luminous Foundation. Wie gesagt, die gibt es auch nochmal in der matten Variante. Die hat auch noch eine viel, viel höhere Deckkraft. Und das hier ist halt eher so meine Go-To-Foundation und die andere ist meine, ich gehe auf ein Event, möchte wirklich alles abgedeckt haben, habe ich zum Beispiel auch auf der 90er-Party getragen, ne? Oder ich möchte die beim Filmen tragen oder so und das hier ist einfach eine wunderschöne, wirklich mit Medium-Coverage eine Foundation in einer wunderschönen Verpackung und ich finde, da ist das Preis-Leistungs-Verhältnis echt krass, weil das ist so, das ist richtig Glas, es ist edel, es ist hübsch und das ist eine ganz, ganz gute Foundation. Ich trage mir das einfach direkt auf mein Gesicht. Und ich habe euch natürlich die Produkte in der Infobox verlinkt. Das ist jetzt die Farbe N2. Eigentlich ist es eine Farbe, die mir perfekt im Sommer passt, aber wir hatten jetzt noch nicht ganz so super viele sonnige Tage. Das heißt, es ist ein ganz, ganz kleinen Tick zu dunkel für mich. Aber da die halt nur eine Medium Coverage hat, ist es vollkommen in Ordnung. Das lässt sich ganz gut verblenden. Und ihr seht, wie sehr die einfach ihren Glow gibt, ne? Und die sitzt richtig gut auf meiner Haut. Ich habe die jetzt noch nicht mit einem Schwämmchen eingearbeitet oder so. Und die sitzt fantastisch. Das sieht so ein bisschen aus, gerade in Kombination mit dem Glowy Primer, als hätte ich mir einen Eimer Wasser ins Gesicht gegeben. Aber ich mag das ja, ne? Das ist halt wirklich voll mein Vibe. Ich kann jetzt nochmal mit einem Schwämmchen leicht drüber gehen. Aber ich würde es auch nicht allzu sehr machen, weil ich das auch, also, ne, die saß echt gut schon. Da brauchte ich jetzt nicht unbedingt noch groß was einarbeiten. Aber so wird es von echt gut, perfekt. Bis auf die Farbe. Da könnte ich tatsächlich eine Nuance jetzt im Frühsommer heller nehmen. Asche auf mein Haupt. Ich habe den Concealer von Be Perfect leider nicht mehr hier. Der war mir leider gekippt. Und ja, dann nehme ich jetzt einfach den hier, den ich sowieso da habe von Nabla und trage den ganz entspannt und üblich auf. Den nehme ich jetzt aber wirklich nur so ein bisschen zum Aufhellen, zum Abschließen in Anführungsstrichen. Ich mag diese Foundation und ich mag diesen Primer richtig, richtig gerne. Ich verwende jetzt einen Liquid Blush als nächstes. Ende Gelände mit dem, es sieht alles sehr, sagen wir mal, natürlich aus. Denn das hier ist die Farbe Rosy The Cheek Liquid Blush. Das ist dieser hier. Den gibt es auch in verschiedenen Farbnuancen. Ich war halt damals total fancy und habe mir diese Farbe gekauft. Das ist schon ein Brocken, ne? Da haben wir auch ein ordentliches Füßchen. Das heißt, am besten auf den Handrücken auftragen. Und der ist halt wirklich super flüssig, ne? Das heißt, ich arbeite den so ein bisschen in meinem Pinsel hier ein und so lässt er sich einfach ein bisschen besser dosieren.
Er ist aber schon ordentlich unterwegs. Also da haben wir jetzt nicht nur einen Hauch von. Guck mal, da habe ich einen schönen Übergang zu meinem Haarreif. Upsi. Also nicht erschrecken, ne? Das ist jetzt abgefahren. Oh, ja, das ist doller, als ich eigentlich wollte. Aber ich wollte halt tatsächlich so einen leichten Sonnenbrandeffekt machen und habe mir damit aber irgendwie so ein bisschen komplett das Gesicht verbrannt. Kannst du natürlich ein bisschen mit dem Schwämmchen noch korrigieren. Aber ich habe noch so viel auf dem Handrücken. Also man braucht wirklich nur ein Müh und nicht das ganze Füßchen hier drauf machen. Und naja, ich habe nur ein ganz kleines bisschen wirklich in den Pinsel eingearbeitet. Das ist sehr, sehr pigmentiert. Ich verteile das jetzt hier noch ein bisschen. Aber ich finde, also ne, es ist ein Liquid Blush. Ich packe da drüber gleich auch noch Puder auf und jetzt kommt ja auch noch der Bronzer. Das heißt, das wird jetzt ein bisschen noch abgeschwächt. Macht euch darüber keine Sorgen. Ne? Das sieht jetzt aber im ersten Moment immer sehr wild aus. Dann verwenden wir nämlich jetzt auch den Shape Stick. Den habe ich hier. Das ist ein großartiger Contour Stick, würde ich mal so sagen. In der Farbe Maple habe ich den. Der ist nämlich richtig schön aschig. Ich sag's euch. Das ist so ein Dreieckstift und den kann man auch direkt auftragen. Also den muss man nicht erst am Handrücken erwärmen oder sonst irgendwas und den trage ich auch erstmal nur hier so auf, wo ich auch wirklich konturieren möchte. Also wo ich quasi nochmal einen Schatten machen möchte, damit mein Gesicht etwas mehr Dimensionen bekommt. Ich meine, das ist jetzt keine Full Coverage Foundation, das heißt, ich habe schon noch nach wie vor Dimensionen im Gesicht, aber dadurch verschärft man die Konturen und man kann diesen Cream Contour Stick am besten immer so Richtung Nase blenden. Dadurch kriegt man so einen kleinen Lifting-Effekt und dann hängen die Wangen halt nicht so. Die sehen jetzt aber sehr hängend aus, Claudi. Das kriegen wir aber noch hin. Ja, der Blush dominiert hier schon einiges, ne? Aber das hier ist wirklich so ein richtig grauer Konturton. Ich will den ja auch gar nicht so direkt sichtbar haben, sondern ich möchte, dass man ihn quasi nicht sieht. Also, dass man, ne, wie so ein Schatten sich bastelt, der dann einfach nicht so auffällig ist, aber trotzdem da ist. Make-up ist ja auch ein Spiel aus Licht und Schatten und hier bastel ich mir einen Schatten. So, man sieht ihn nicht direkt, sondern halt nur indirekt. Das ist der Plan des Ganzen. Hier nochmal mit dem Schwämmchen vielleicht korrigieren. Und ihr habt gesehen, ich habe das ja nur hier aufgetragen, weil an den anderen Stellen Richtung oben, da wo die Sonne auch wirklich drauf kommt, verwende ich jetzt gleich einen Bronzer. Denn auch hier gibt es ein Cream-Produkt und zwar den Bronzer. Das ist ja das Lieblingsprodukt oder eins der Lieblingsprodukte von unserer lieben Nicole, Chiquita's Place. Ich habe den hier in der Farbe 10. Auch hier, also Be Perfect ist immer sehr gut pigmentiert, ne? Ein bisschen aufpassen, dass wenn ihr den auftragt, nicht direkt wusel, wusel, druff, 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 sondern erstmal so ein bisschen reingehen, den Pinsel, ne, aufladen, ein bisschen an den Handrücken, weil guckt euch das mal an. Das ist schon, ne? Das hat, also, das Ding kannst du gefühlt vererben. Und den trage ich mir dann quasi hier von der Schläfe nach oben gehend auf. Und der harmoniert sehr, sehr gut mit den Cream-Produkten, die ich schon drauf habe und auch mit Foundation und Primer. Als ich letztens mit meinen Mädels auf der 90er-Party war, habe ich auch die Cream-Produkte rausgehauen. Also, dass die halt auch quasi ein bisschen mehr Cream-Produkte verwenden. Und die haben auch gesagt, es fühlt sich viel, viel besser an. Die ganzen ja, Fältchen und so weiter, es wird halt nicht so betont. Es fühlt sich irgendwie besser an, als hätte man sich einfach nur eingecremt mit ja, bunter Creme halt so. Ne? Und das ist halt auch das, was ich immer mehr jetzt auch in letzter Zeit schätzen gelernt habe. Nicht nur, weil das auch immer mehr im Kommen war, dass immer mehr solche Produkte rausgekommen sind, sondern weil ich auch einfach immer wieder ein paar Jährchen älter geworden bin und gemerkt habe, dass es einfach besser für mich ist. Weil oft hast du halt auch in diesen Cream-Produkten irgendwelche Sachen mit dabei, die die Haut auch ein Stück weit pflegen. Sei es irgendwelche Öle oder Hyaluron oder keine Ahnung, ne, Shea, Butter hast du manchmal sogar mit drin und so. Und das finde ich immer sehr, sehr charmant, dass man da halt einfach nochmal so ein bisschen, ja, während man sich schminkt, sich ja auch gleichzeitig pflegt. Das ist echt eine nice Kiste, Leute, ich sag's euch. Und es fühlt sich einfach viel anders auf der Haut an. Und ja, jetzt habe ich noch ein Cream-Produkt, bevor wir gleich zu den pudrigen Sachen kommen. Und zwar ist es das Perfect Prime, die Eyeshadow Priming Base. Die schaut einmal so aus. Ich habe viele dieser Produkte auch aus irgendwelchen Sets, die es mal gab. Ich weiß auch nicht, ob die noch verfügbar sind bei Purish. Ansonsten sind natürlich die Einzelprodukte dann auch verlinkt in der Infobox. Und das finde ich bei Be Perfect auch immer so cool. Die haben auch immer so Palettensets und so weiter. Durch Kooperation oder so, ne? Kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man einen richtig guten Deal machen möchte.
Weiter geht die wilde Reise mit einem relativ neuen Produkt. Und zwar ist es hier mit Katie Daly zusammen. Dieses Perfect Powder habe ich in der Farbe Candy Floss. Und ich glaube, dass ich hiermit auch so ein bisschen Hals und Gesicht miteinander verbinden werde. Und ich finde das sehr, sehr schön gemacht. Du hast hier so ein Puder drin, was in so einem Netz drin ist. Und damit gehe ich dann auch nur ganz, ganz leicht überall drüber, um einfach so eine leichte Setting-Geschichte zu bekommen. Aber ich möchte ja zum einen den Glow behalten. Ich möchte auch, dass man die Farben noch weiter natürlich durchsieht und so, ne? Und ich möchte vor allem kein Cake-Face haben. Und wie von Zauberhand verschmilzt Gesicht mit Hals. Das ist, also finde ich schon krass, ne? Und ja, wenn ich jetzt auch so drüber gehe, es werden keine Haare festkleben bleiben oder sonst irgendwas. Das sieht auch gesund aus und juicy. Also wie ich das Puder anwende ist, ich nehme meinen Pinsel, gehe tief erstmal rein, sodass quasi hier auf dem Pinsel auch Puder drauf ist. Und dann reibe ich ein bisschen hier über dem Netz, sodass das Überschüssige abgestriffen wird, ne? Und was dann auf dem Pinsel drauf ist, das trage ich auf mein Gesicht auf. Das sieht ja mal richtig gut aus, oder? Feier ich total. Also definitiv ein wundervolles Puder, was ich euch auch auf jeden Fall ans Herz legen möchte. Und ja, also kann ich euch mega empfehlen. Ich glaube, brauche ich einen Highlighter? Ich liebe Highlighter. Aber ich glaube, Be Perfect hat gar keinen Highlighter. Deswegen nehme ich einen, der hier gerade so rumliegt. Und da einfach nur so ein bisschen was von, ne, dass man da einfach so einen kleinen Highlight-Effekt noch mit dabei hat. Und jetzt nehme ich einen Augenbrauenstift, den ich richtig schön finde. In der Farbe Ash Brown ist es der Indestructi Brow. Also einer tatsächlich meiner liebsten Augenbrauenstifte. Wir haben hier einfach eine feine, herausdrehbare Mine und auf der anderen Seite einen klassischen Spoolie. Und damit kann ich meine Augenbrauen jetzt ganz entspannt betonen, nachzeichnen, wie auch immer. Ich glaube, meine Augenbrauenhaare sind wirklich das... Die einzigen Haare, die ich auch wirklich so style, ist echt crazy. Nee, meine Wimpern, das sind ja auch Haare, ne? Nun gut, der Rahmen des Gesichtes und die Basis sind geschaffen. Jetzt kommt die Chapter One Sensorium Chapter One Palette zum Einsatz. Mensch, ich finde die wunderschön. Du kannst damit auch so viele Looks machen. Du kannst hier jetzt klassisch oder ja, passend zu EM, Schwarz-Rot-Gold dir machen oder so, ne? Dir da auch was mit ins Gesicht malen, weil die Farben sehr gut pigmentiert sind. Du kannst damit auch dir schöne Regenbogen-Looks schminken, wenn du jetzt Richtung Pride Month denkst. Oder du kannst auch sehr neutral bleiben mit den braunen Tönen und du hast hier auch so ein bisschen was Gräuliches mit dabei. Und ich glaube, ich mache heute einen grauen Look mit Schimmer und einem bunten Inner Corner. Ich gehe dann zuallererst mit einem Blendepinsel hier in den Ton Stability rein. Das ist so ein ja wirklich sehr, sehr, sehr heller Ton. Der ist fast schon weiß. Und den trage ich mir erstmal unter der Augenbraue auf und blende den dann quasi nach unten. Der ist halt jetzt nicht leuchtend weiß, wie jetzt irgendwie eine transparente Base, ne? Aber der gibt theoretisch schon mal so ein mattes Augenbrauen-Highlight. Ich bin heute wirklich mutig, ne? Gehe jetzt in den grauen Ton Cadaver rein und den setze ich mir in meine Lidfalte. Die ist bei mir ja ein bisschen höher, weil ich ja ein leichtes Schlupflid habe. Das heißt, meine Lidfalte ist quasi der Schatten von meinem Augenknochen. Den gebe ich mir auch an den unteren Wimpernkranz. Das ist auf jeden Fall für mich mal wirklich was ganz, ganz anderes, ne? Das ist sonst eher so ein bunter Ton, der das jetzt quasi machen würde. Egal. Ich gehe jetzt in den Farbton Akt Nummer 3. Das ist der etwas dunklere Grauton. Denn wir bleiben jetzt ja gerade auch erstmal bei dem Grau. Und den setze ich mir hier außen an. Ziehe den auch ein bisschen höher und dann in die Lidfalte. Und auch an den äußeren unteren Wimpernkranz, also quasi da, wo jetzt, wenn ich gerade gucke, das Weiße von meinem Auge ist. Ne? Mit dem Ton Paralysis, das ist dieses wunderschöne Schwarz, ziehe ich mir jetzt einfach mal einen Eyeliner, den ich so ein bisschen auch nach oben hin verblende, indem ich den Pinsel immer so nach oben ziehe. Ne? Also der soll so ganz leicht rauchig aussehen. Ungefähr so. Das ist vollkommen, ne? Für mich abgefahren, für euch wahrscheinlich so, hey, endlich hat Claudi mal so ein bisschen etwas Zurückhaltenderes, aber so ein bisschen Smoky Eye, ne, ist jetzt mit dabei.
So viel zu dem, wir haben jetzt einen sehr rauchigen Look. Ne? Da könnte man, wenn man es richtig dunkel auch haben will, am unteren Wimpernkranz auch noch was von dem Schwarz auftragen. Aber so dunkel will ich es gar nicht haben. Ich glaube auch, dass ich jetzt schon das matte Inner Corner mache, das bunte. Und da möchte ich dieses wunderschöne Neuro nehmen. Das leuchtet mir nämlich gerade so richtig schön aus der Palettenmitte entgegen und könnte gegebenenfalls ganz gut auch zu dem grünen Oberteil passen. Das ist halt ein richtig schönes neonfarbenes Grüntönchen, was hier einfach nochmal ein bisschen Pep reinbringen könnte. Also mir gefällt das richtig gut. Es ist wahrscheinlich nicht jedermanns Sache, aber es ist halt irgendwie eine, weiß ich nicht, eine etwas andere Idee, um einen Look ein bisschen besonders zu gestalten, oder? Ich muss es aber noch ein bisschen üben, weil ich glaube, ich ziehe mir das immer zu nah auf die Nase. Egal, ich finde, es sieht fantastisch aus. Dann gebe ich mir jetzt noch einen Schimmerton auf mein bewegliches Lid. Der soll aber nicht jetzt unbedingt im Fokus stehen. Das ist ja quasi der Look und das Inner Corner. Und ich glaube, welche von den beiden ist cooler? Na, der habe ich ein bisschen mehr zu viel Lila drin. Ich glaube, dieser Illusion, der kommt jetzt echt gut. Den presse ich mir jetzt einfach mit dem Finger auf mein bewegliches Lid. Ist eigentlich eher ein Topperton. Und der macht einen guten Job. Das finde ich schön. Der hat nämlich auch so verschiedene Schimmerpartikel mit drin, die das Grün halt echt nochmal mit aufgreifen. Aber gleichzeitig auch so, weiß ich nicht, diese transparente Base finde ich auch sehr schön, weil das Grau dadurch halt noch ein bisschen durchkommt. Ne? Ich finde, das passt sehr gut zusammen. Das ist mein Look. Genau, mit der Sensorium Chapter One Palette. Finde ich sehr, sehr cool. Also, ne, war vor allem auch recht einfach, auch wenn ich jetzt gerade schimmer wie eine Fee. Mit dem 123 Longevity Setting Spray werde ich jetzt mein Gesicht einfach mal etwas setten. Da kriege ich jetzt noch mehr Glow und das finde ich ja ganz schön. Und ja, das müffelt ein bisschen. Also den Duft finde ich jetzt nicht so mega abgefahren, fantastisch. Ist, glaube ich, auch nicht unbedingt jedermanns Sache. Aber ich finde einfach das Finish davon sehr, sehr nice. Ich mag dieses Dewy einfach gerne leiden. Dann werden natürlich die Wimpern gebogen. Ich hatte eine Box in diesen Geschichten und da habe ich diese Double Impact Dual Ended Mascara drin gehabt. Und die hat sehr, sehr schön bei mir funktioniert. Da hat man zwei verschiedene Bürstchen dran und ich weiß, viele von euch haben sich auch dieses Set gekauft. Und vielleicht kommt das ja auch nochmal bei Purish rein. Da haben wir eine, die so cool aussieht. Ne? Das macht quasi Länge. Und auf der anderen Seite haben wir eine Gummibürstchen-Mascara, die Volumen zaubern darf. Und die schaut so aus. Und das kann man halt wirklich sehr gut in Kombination verwenden. Also erst die Länge, dann die Volumen, dann die Länge, dann die Volumen. Und dann hat man wirklich so einen Wawawum-Effekt. Und das werden wir jetzt mal zusammen verwenden. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Also ich mag die Mascara schon sehr, sehr gerne, auch wenn ich etwas im Innenwinkel eskaliert bin. Aber so sieht dieser Augenlook jetzt auch mit Mascara aus. Und ich finde, das macht natürlich noch ziemlich was her. Mir gefällt dieses grüne Inner Corner zu diesem mega abgefahrenen Duochrome. Und dieses Grau passt echt gut dazu. Ne? Hätte man so auch nicht gedacht. Wobei ich Grün ja auch eher so zu den kühlen Farben zählen würde. Und das heißt, da passt es auch in die Farbfamilie. Ich habe echt, also das sieht, also ich habe nicht damit gerechnet, dass ein grauer Look so wird. Jetzt auch nochmal aus der Entfernung. Also ich mag es richtig gerne. Ich versuche jetzt einfach mal, ob ich das hier auch noch, also diesen Blush, so ein bisschen als Lippenprodukt verwenden kann. Einfach so ganz leicht. Weil dadurch hat man nochmal diese, dieses Widerspiegeln vom Blush auf den Lippen. Das finde ich immer ganz hübsch tatsächlich. Ich finde, das ist ein richtig schöner Look, den kannst du einfach tragen. So, also ich mag dieses Glowige an mir halt einfach richtig, richtig gerne leiden. Das sieht so frisch aus, ne? Das mag ich. Ich finde, ich strahle einfach halt auch echt, ne? Und vielen Dank an Purish für die Möglichkeit, euch den Code ClaudiesWelt15 mitzugeben auf die Produkte auf meiner Collection-Site und ClaudiesWelt10 auf die Produkte, die einfach nur im Sale sind und nicht auch noch zusätzlich auf meiner Collection-Site stehen. Und was sagt ihr zu Be Perfect? Schreibt mir gerne eure Meinung und eure Erfahrungen dazu in die Kommentare.
Und dann wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.